Ja, Angelina, das kann wohl sein. Den Nachnamen habe ich auch notiert. Für weitere 10 Mäuse fällt mir vielleicht sogar ein, wo ich den Zettel habe. Nicht nötig. Ich kenne Ihren Nachnamen. Und Ihr Assistent? Was ist mit dem? Was für ein Sie meinen Darren! Das ist mein Laufbursche. Er arbeitet in den Semesterferien hier. Ein guter Laufbursche ist viel wert. Was wissen Sie über ihn? Wieso interessiert er Sie? Wollen Sie ihn mir abwerben? Kein Problem. Für 100 Mäuse schreibe ich ihm sogar sofort die Kündigung. Ach was, sagen wir 50. Kein Interesse. Kennen Sie ihn genauer? Was sollen die fragen? Seine Mutter kam hier an und hat gefragt, ob er hier für ein paar Wochen jobben kann. Ist ein Waschlappen. Einer von den ewig Betroffenen. Oh, mir geht's so schlecht und die Welt ist so ungerecht und es hat doch alles keinen Sinn. Sie kennen ihn also nicht. Und ich hab auch keine... Das war knapp. Die beiden gehen Richtung Ausgang. Und ich bin kein bisschen schlauer. Wen verfolgt der Typ denn nun? Mich? Oder Angelina? Und warum? Ich werde Angelina nach dem Mann fragen. Sie ist Britin und der Typ hat einen britischen Akzent. Man weiß ja nie. Vielleicht kennt sie ihn. Aber erst einmal habe ich noch eine Rechnung mit Fuller offen. Ja, Leute. Ganz schön ereignisreich. Und ich heiße euch willkommen in Part 6 von Let's Play Black Mirror 2. Und wir haben jetzt die beiden hier belauscht und ich bin mal verwundert. Also der Fuller ist natürlich widerlich wie immer, aber der Typ, was will der von uns? Von unserer Mutter, von Angelina? Hm? Das ist das Fenster von Fullers Büro. Er ist nicht drin. Was kann ich jetzt machen? Kann ich nochmal rein? Ah! Jetzt sind sie weg. Die Kuckucksuhr war jetzt Intuition. Ich kann hier also rein. Diese komische Weltkarte irritiert mich schon auch sehr. Ah, der Safe. Moment. Haha. Wir hatten doch... kann ich denn... Wo ist denn das Stethoskop? Da ist das Stethoskop. Kann ich das mit dem Safe einfach benutzen? Vielleicht könnte ich den Tresor sogar knacken. Aber momentan fehlt mir irgendwie ein guter Grund dafür, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Ich weiß nicht, was Fuller mit mir macht, wenn er mich dabei erwischen würde. Ach so. Ah, wir müssen den Fuller erst... den Racheplan erst ausarbeiten. Nanu, wo ist die Qualle? Ja, wo ist sie denn? Nicht verwunderlich, dass Fuller eine Ablenkung braucht. Pro Tag kommen hier nicht einmal 5 Kunden rein. Gestern, als ich den Verkaufsraum aufräumen musste, liefen die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Nachmittagstalkshows. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Ja, dann können wir doch jetzt die Bilder von Angelina entnehmen. Würde ich zumindest mal meinen. Fuller scheint den Film aus der Kamera genommen zu haben. Oh no. Aber ich wollte dem fetten Sack ja jetzt eh erstmal die Meinung geigen. Wo steckt der bloß? Ist er vielleicht im Keller? Da ist er auch nicht. Aber schaut mal die... Na sowas. Eine Geheimtür. Hinter den Fotoleinwänden ist eine Geheimtür versteckt. Okay. Ja, wollte ich auch gerade sagen, also die Fotoleinwände sind weg. Da kann man natürlich ziemlich sicher nicht durch, nehme ich mal an. Weil hier so ein Zahlenschloss ist. Was zum Teufel hast du hier zu suchen, Bursche? Finger weg, Fuller! Ihretwegen liegt meine Mutter im Koma! Was hab ich mit deiner Mutter zu schaffen? Raus! Raus aus meinem Keller! Na los, verschwinde! Sagen müssen, dass sie angerufen hat. Es war doch klar, dass da was nicht stimmt. Ich schwöre Ihnen, ich werde sie... Willst du mir drohen? Du? Mir?
Wenn sie nicht wieder aufwacht, werde ich ihren fetten Hals... Raus! Verschwinden sich! Du bist entlassen! Raus! 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 Beten Sie, dass sie nicht stirbt. Nur das könnte noch ihren fetten Arsch retten. Verpiss dich! Wenn ich die noch einmal hier erwische, liegst du neben deiner Mutter! Ich werd sie fertig machen, Fuller! Du Lusche! Bringst doch nie was zustande! Dafür fehlt dir der Mumm, der Krebs, alles! Ich werde mir schon etwas einfallen lassen. Aber der Typ wird zahlen, so wahr ich hier stehe. Aber ich brauche noch den Film aus seiner Kamera mit Angelinas Bildern. Ich könnte seine Dunkelkammer benutzen, um den Film zu entwickeln und Abzüge zu machen. Wenn er mir schon nichts zahlt, dann hole ich mir eben einen Teil des Geldes so wieder. Nur muss ich ihn dazu irgendwie aus dem Laden bekommen. Jetzt wird's kompliziert, Leute. Brrr. Wie kriege ich ihn denn aus dem Laden raus? Ich gehe mal nochmal ins Journal. Wir müssen ja hier eine ganze Menge erledigen. Ein paar Sachen haben wir schon. Also, Angelina Fullers Fotos bringen. Ja, das wird eben schwierig. Und hier steht ein Update. Fullers Bilder ins Hotel bringen. Eine willkommene Möglichkeit. Diese Fuller hat mich rausgeworfen. Dass Fuller mich rausgeworfen hat, verkompliziert die Sache ein wenig. Ich muss an den Film kommen und die Bilder heimlich entwickeln, okay? Mit Angelinas Bildern besorgen. Irgendwo im Laden muss der Film mit Angelinas Bildern sein. Der Film mit Angelinas Bildern ist noch in Fullers Kamera. Irgendwie muss ich da rankommen, ohne dass der Alte es merkt. Ne, das sind sie ja eben nicht mehr. Fotopapier, wenn ich den Film erst einmal entwickelt habe, muss ich Abzüge auf Fotopapier machen. Dummerweise liegt Fullers Bestellung immer noch in der Post. Moms Krankenversicherung verflucht. Die Krankenkasse meiner Mom hat Mist gebaut und jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Ich brauche einen Beleg oder so, dass Mom die Beiträge bezahlt hat. Fuller aus dem Laden holen. Solange Fuller im Laden ist, komme ich nie und nimmer heimlich an den Film. Ich muss Fuller aus dem Laden locken. Was mache ich jetzt? Soll ich... Also, ich persönlich würde sagen, der Fuller kann warten. Kümmern wir uns um Moms Krankenversicherung. Das ist viel wichtiger. Ja. Dann würde ich nämlich sagen, zurück zu Mom. Und hier muss doch irgendwo was liegen. Sekretär. Da ist, muss doch irgendwas sein, oder? Dann muss es wohl sein. Ich fasse es nicht, dass ich in den Privatsachen meiner Mutter herumschnüffeln muss, nur damit eine verdammte Versicherung sie nicht krepieren lässt. Ich meine, was würden Sie tun, wenn ich keine Belege finde, dass meine Mutter das Geld überwiesen hat? Sie im Bett vor die Tür schieben? Also los. Du meinst, sie kriegt das Bett? Oh. Was ist denn das? Ist das ein Rätsel? Puzzle. Das ist doch bestimmt Black Mirror Castle, oder? Oh, ein Schieberätsel. Leute, ich warne euch, ihr wisst, oder ein Teil von euch weiß, da war ich nie besonders gut drin. Ah, durch Klicken kann man die Animationen beschleunigen. Das sieht mal gut aus. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wo der Turm hingehört. Ja. Ich würde aber mal meinen... das ist gar nicht so leicht. Das sieht gut aus. Also... die vier, der da und die drei werden nach oben gehören. Aber wie ist natürlich die Frage? Nee, der gehört eins runter. Ah, Moment. Der gehört so. Und ich denke, der gehört ganz rechts hin. Gehört das eigentlich so? Ja, das gehört auch so. Hui. Die Ecke sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt muss ich das Ganze natürlich nur irgendwie
irgendwie richtig hin positionieren, aber wie, das weiß ich noch nicht. Boah. Puh. Boah, Leute, ich weiß nicht. Das ist ja... Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, auch in einem Let's Play, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder gehört das doch nicht zusammen? Doch, glaube ich schon. Beiden dürften jetzt mal ansatzweise richtig sein. Das ist nicht Black Mirror Castle. Ich glaube, das ist die Kirche. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. War das Warm Hill? Ich weiß es nicht mehr. Das hier gehört nach oben. Boah, Leute. Das ist zeitintensiv, ich weiß, aber... Führt ja kein Weg dran vorbei, wenn wir weiterkommen wollen. Richtig sein. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Das auch, das natürlich nicht. Der hier muss darüber. Boah, wie kriegen wir denn die da hin? Ich hab halt... Mir tut das immer weh, wenn ich dann ein bisschen was, was ich schon habe, wieder zerstören muss. Aber in dem Fall hilft's ja nichts. Ich glaube, die Kirche hieß Warm Hill. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ich falsch liege.
Puh. Die beiden müssen vertauscht sein. Oder muss ich vertauschen, so rum? Die beiden sehen gut aus. Geht das so? Das vielleicht so. Das sieht gut aus. Ich brauche schon so lange, dass nicht mal mehr die Musik einsetzt. So, die Ecke sieht gut aus. Der hier müsste jetzt dahin. Ja, ja. So. Und wer kommt hier hin? Der vielleicht? Ja, der kommt hier hin. Ach, ich finde eigentlich, ich schlag mich gar nicht so schlecht, Leute, aber es ist nicht einfach. Das sieht gut aus. Jetzt könnte es doch... Jawohl! Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt gebraucht habe, Leute, aber ich bin froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. So. Schatulle. Aha. Ein kleiner Holzkasten. Den habe ich noch nie gesehen. Ah, und da ist Mams Überweisungsbuch. Das habe ich gesucht. Ich nehme beides mit. Jawohl. Sonst irgendwelche interessanten Sachen hier? Bleistifte. Bleistifte. Ganz normale Bleistifte. Praktische? Die lasse ich lieber hier. Wow. Für Bleistifte braucht man immer einen Anspitzer und den sehe ich hier nicht. Mhm. Hätte sein können, dass wir damit irgendwas fälschen müssen. Schachtel. Eine Zigarettenschachtel? Hat Mama etwa heimlich geraucht? Kann ich mir nicht vorstellen. Es sind nur Spielkarten drin. Hätte mich auch gewundert. Mich jetzt ehrlich gesagt auch. So. Hotspot-Anzeige zeigt nichts mehr. Ich höre irgendwelche Stimmen. Wir hatten jetzt schon ein paar Tage hintereinander warmes und sonniges Wetter. Morgen soll es schlechter werden. Schatulle? Der kleine Holzkasten, den ich im Schlafzimmer meiner Mutter gefunden habe. Er ist ziemlich schwer, scheint massives Holz zu sein. Er lässt sich nicht öffnen. Auf dem Deckel sind irgendwelche Zeichen, aber ich kann nichts damit anfangen. Oh, eine geheime Büchse. Überweisungsbuch. Ich kenne mich mit diesem Kram nicht aus. Na, mal sehen. Ich glaube, das sind die Kontobewegungen meiner Mutter. Hier geht Miete ab. Hier ein Betrag von $18.45 an eine Telefongesellschaft. Aha. Und hier die Überweisung an ihre Versicherung. Das ist vom letzten Monat. Sie hat also bezahlt. Den reiß ich den Arsch auf. Was ist ein Brief? Aha, ein Brief. Interesting. Liebe Rebecca, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich sehr, dass es euch gut geht. Natürlich werde ich dir auch weiterhin den vollen Betrag schicken.
Dein Vorschlag ist nett gemeint und ich hätte es nicht anders von dir erwartet. Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du weniger erhältst. Auch wenn er jetzt aus dem Haus ist. Du hast deine Sache großartig gemacht und es ist an der Zeit, dass du auch etwas für dich tust. Genieße dein Leben in Maine. In Liebe, C. Aha. Die Mom, die Rebecca hat wohl für, ja, irgendwelche, Seltsam. Der volle Betrag, auch wenn er jetzt aus dem Haus ist? Was hat das zu bedeuten? Hier erhält meine Mom einen größeren Betrag von, eine Überweisung über $1,500 von einer Bank in England. BCW Bank, Filiale Willow Creek. Willow Creek. Das kommt mir bekannt vor. Mom hat früher in England gelebt, aber war das in diesem Willow Creek? Und wer ist dieser C? Und warum schickt er ihr Geld? Hier, nochmal. Und dort. Sie scheint jeden Monat den Betrag zu bekommen. Es scheint praktisch ihr einziges Einkommen zu sein. Das verstehe ich nicht. Mir hat sie immer gesagt, sie würde ein monatliches Schmerzensgeld bekommen. Von der Versicherung des Mannes, der für den Unfall verantwortlich war, bei dem auch mein Vater gestorben ist. Ich hätte das bestimmt nicht sehen sollen. Kann mir ja auch egal sein. Es ist nur, es passt nicht zu meiner Mutter, Geheimnisse vor mir zu haben. Das wird... Ich werde sie fragen, warum sie mich angelogen hat. Sobald es ihr besser geht. Ja, also ich hätte gesagt, das sind irgendwelche Unterhaltszahlungen, hm? Vielleicht bist du von irgendeinem Lord? Vielleicht kümmert sich der uneheliche Sohn oder so. Vielleicht kümmert sich die Krankenschwester um die Angelegenheit, wenn ich ihr die Überweisungsbelege gebe. Papierkram ist nicht mein Ding. Ja, das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch gedacht. Aber war nicht das hier Willow Creek? Da stand doch, glaube ich, Willow Creek drunter. Aber da sagt er jetzt nichts dazu. Okay. Dann nichts wie raus. Und wir sind gleich hier, wo wir hin wollen, nämlich zur Krankenschwester. Stühle. Ich will hier nicht hocken und auf neue Nachrichten warten. Ich kann jederzeit herkommen und fragen, wie es ihr geht. Schwester, reden wir mit dir. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Wegen der Überweisung. Nein, Versicherungsschein. Ich habe hier die Überweisung meiner Mutter. Sie hat das Geld für diese verdammte Versicherung bezahlt. Das habe ich mir schon gedacht. Da hat die Versicherung Mist gebaut. Geben Sie mal her, ich kümmere mich darum. Damit wäre das erledigt? Ja, ich kläre das mit denen. Gut. Hey, die kann nichts dafür, die ist total nett zu dir, die hilft dir auch noch. Ja Leute, was wir jetzt... Also jetzt müssten wir eigentlich... das haben wir erledigt. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um... wahrscheinlich um den Fuller. um den Fuller hier im nächsten Part von Let's Play Black Mirror 2. Bis zum nächsten Part. Ciao.